Cool. Oh Mann. Oh, Cutscene. Crash, ich hab nicht viel Zeit. Cortex hat die neue Raumstation fast fertig. Irgendwas ist faul an seinen Aussagen. Hüte dich vor seinen Tricks. Ja, hüte dich vor seinen Tricks. Es kommt reichlich spät, meine Liebe. Okay, dann machen wir diesen Level. Road to Ruin. Den kennen wir ja. Jetzt wissen wir ja auch, wie wir da an diese Kisten rankommen, nämlich durch diesen Weg. Ist da hinten noch was? Nee. Okay. Ihr beobachtet mich nur und tötet mich nicht, ne? Gut. Oh, wie fies! Ist das die einzige? Das ist tatsächlich die einzige TNT-Kiste, die ihr da versteckt habt. Oh, ihr Drecksäcke! Ich hätte fast mich da reingedreht. Oh, ihr seid ja mal mega böse. Okay. Auf dem Weg zu den 100% müssen wir halt leider auch den absorbieren. So, jetzt wissen wir auch, wie wir da hinkommen, ne? Und hier war nichts, ne? Ne, hier war der Eingang. Okay. Schon 32 Kisten. Na du komische, was auch immer du eigentlich bist. Bist du eine Maus? Bist du eine Ratte? Bist du ein Wendigo? Bist du... was auch immer. So, denselben Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. So. Weg mit dir. Das Gute ist, wir müssen auch nicht in den Todesweg, weil da hinten wartet nichts mehr auf uns, außer wütende Affen, aber keine Kisten. Aua. Wollte ich nicht. Ja, das war dumm, das gebe ich zu. Aber man muss ja auch mal dumm sein, um erfolgreich zu sein. Ich springe einfach über euch drüber, das ist mir egal. Oh Mann! Hilfe! Was tue ich hier? Komm, ich warte. Ich bin jetzt mal geduldig. Außer bei dem hier. Du bist scheiße. So, Checkpoint. Ganz viele Kisten. Ganz viele Wumperfrüchte. Juhu. Boah, wir haben voll wenig Leben. Wir müssen unbedingt unser Lebenkonto mal wieder aufstocken hier. Wir haben richtig Verlust gemacht jetzt durch diesen doofen Level. So. So weit, so gut. Ach ja, das war dieser verwirrende Bonusraum, wo wir erstmal 4 Ausrufezeichenkisten berühren müssen, bevor wir überhaupt mal weiterkommen hier. Vor allem wie unnötig. Aber okay. Ist ja egal. Hauptsache, wir bekommen jetzt unseren Edelstein, den wir uns verdient haben. Zack. Ach, guck mal, Akku grinst sogar. Das ist doch schön. Wenn er sich freut, freuen wir uns auch. Kann diese Plattform mal ein bisschen schneller sein? Danke. Ui, habe ich vorhin irgendjemanden da reingeschleudert und er hat Kisten kaputt gemacht? Nicht möglich. Ja, wir haben alles. Ha, ich habe dich erwischt. Cool, noch ein Edelstein für unsere Sammlung. Also so langsam müssten wir eigentlich richtig gut sein. Mir fällt nur noch, also hier unten fällt mir tatsächlich gerade nur noch ein Level ein, wo wir nicht alle Kisten gesammelt hatten.
Und das war der, wo 20 gefehlt haben. Aber ich weiß nicht, wo ich die bitteschön verpasst haben soll. Keine Ahnung. Wir werden es uns mal anders angucken. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Okay. Wie viele Level fehlen uns denn noch? 3. Cold Hard Crash mit 2. Und da ist der Lina, ne? Dann machen wir doch erstmal den hier, oder? Behaving. Oh nein. Das hört sich wieder so böse an. Hinter einem raffinierten Täuschung liegt ein besonderer Edelstein. Eine raffinierten Täuschung. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ist auf jeden Fall derselbe Level, den wir gerade eben schon betreten haben. Und jetzt haben diese Hammer-Typen auch mal einen Sinn. Oh nein. Okay, ich bin weg. Tschüss. So. Ich glaube, die kann ich tatsächlich nicht töten, ne? Oh, komm, ey. Lass mich. Ja, super. Geh einfach weg. Warte mal, ich habe eine Idee. Kommt mal her. Oh ne, ein Versuch war's wert. Passiert da eigentlich was? Oh, offensichtlich schon. Ups. Oh, da habe ich jetzt gerade mega übersteuert. Das tut mir leid. Für ein beschissenes Leben. Kann ich die nicht irgendwie... Kommen die wieder? Ja, sie kommen. Oh, da kommen sie angescheißert, die doofen Viecher. Ich hasse diese Dinger. Vor allem jetzt kommen sie wieder. Nein. Die letzte trifft mich. Oh, ich bin schon wieder hier. Nein. Oh, lasst mich einfach in Ruhe. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich hab euch doch nichts getan. Warum will mich immer alles töten? Das ist doch unfair. Sucht euch jemand anderen aus, den ihr ärgern könnt. Ich muss da so drüber. So, habe ich wenigstens diese Nitro-Brücke kaputt gemacht. So, ich warte. Ah, das ist viel zu nah. Kann ich das... Genau. Kommt einfach direkt in meinen Po reingeflogen. Ich wollte euch nur vielleicht kaputt machen. Nee, das geht nicht. Das geht auf jeden Fall nicht. Und dieser Hammertyp ist fies. Der kann uns nämlich aus der Erde wieder rausboxen. Deswegen existiert er nämlich. Wie habe ich das denn überlebt? Okay, und das ist der Weg, wo sie gemeint haben. Das sind keine echten Nitro-Kisten. Mega fies. Erkennt man aber tatsächlich auch daran, dass sie nicht hüpfen. Ah, ich dachte gerade, hä, was muss ich denn jetzt hier tun? Danke. Ja, liederer Edelstein. Nice. Was bist du denn für einer? Natürlich! Überhaupt nicht unfair. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder hier. Ne, ich bin woanders. Ich wusste nicht mehr, wo ich den letzten Checkpoint eingesammelt hatte. Oh Gott sei Dank. Okay. Ich glaube, ich muss leider da nochmal rein. Ich weiß nicht, ob da Kisten sind. Wenn es hier wenigstens einen Checkpoint gäbe. Dieser Maulwurf killt mich. Böser Maulwurf.
aus. Puh. Okay, das war jetzt gerade mehr als nur knapp. Nicht wegen dem Bienen, sondern wegen dem Hammerfritzen. Und tschüss. Oh. So geht's natürlich auch. Vor allem, wie fies ist der Weg, gell? Aber egal, wir haben den da. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie an das Ende kommen, damit wir Klarheit haben, ob das noch für uns sich lohnt oder nicht. Nein! Ah! Hör auf! Kann ich die nicht töten? Ah. Wenn da nur ein scheiß Leben jetzt auf mich wartet, dann kotze ich ab. Vor allem, wie langsam fliegen denn diese Schüsse? Boah. Das erinnert mich gerade irgendwie an Rayman. Nein! Nein! Da ist eine Maske und... Oh, warum springst du denn da hoch? Ich meine, ich weiß warum, aber wieso tust du es? Bleib doch einfach unten. Oh nein, und ich muss das jetzt wieder machen, weil ich immer noch nicht weiß, ob da irgendwas auf mich wartet. Dieses Spiel hasst mich. Mann. Ich war gerade voll stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin. Und dann... Ah. Wahrscheinlich werde ich jetzt irgendwo hier wieder krepieren, oder? Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ugh. Nein! Ach komm, ey! Was ist das denn? Hallo? Was soll das denn? Kollege, das haben wir so nicht vereinbart. Das stand nicht so im Vertrag. Haut der mich da einfach tot. Und das Einzige, was von mir übrig bleibt, ist ein Rippstein. Boah. Der hat mir gerade noch gefehlt, der Typ. Da killt er mich mit seinem Hammer. Nächstes Mal, also für das nächste Crash Bandicoot, wünsche ich mir einen Hammer. Es ist mir egal. Ich will an diesem Typen Rache. So. Das ist doch nicht wahr. So, Augen zu und durch. Jetzt habe ich, weißt du, jetzt habe ich schon Akku und dann verschwende ich ihn an so einem Lurchi. Anders kann man es echt nicht nennen. Ich hasse diesen Sprung. Wer den erfunden hat, der gehört in die Klapse. So. Dankeschön. Was? Geh weg da. Sag jetzt nicht, dass das mich... Hä? Wo bin ich? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Spiel, wie kannst du mir sowas antun? Ich hätte da gar nicht mehr entlanglaufen müssen. Boah, was für eine... Was für eine dreckige Verarsche von dir. Ich hasse dich dafür. Ohne Mist, wie asozial. Oh, und ich plag mich da wieder mit zigtausend Leben rum. Das ist nicht wahr, ey. Das ist echt nicht wahr. Und dann kommen die Bienen wieder. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ich will nur noch, dass der Level zu Ende ist. Oh, meine Laune geht runter, aber sowas von... Autsch, das war dumm.
Hörst du jetzt auf, mich da die ganze Zeit zu beschießen? Finde ich nicht nett. Hat dir deine Mama nicht beigebracht, dass es... Wie soll ich denn das schaffen? Entweder bin ich doof oder ich bin einfach doof. Eins von beidem. Auf jeden Fall hasse ich sämtliche Level, wo Bienen ab sofort beinhaltet sind. Ja, entweder tue ich zu früh oder zu spät schlittern. Aber wenn ich zu spät mache, dann muss ich ja erstmal kriechen. Sonst sterbe ich. Aber wenn ich krieche, dann sterbe ich an den Bienen. Oh, bleibt einfach weg. Und du? Bleib einfach weg. Danke. Ich bin weg. Okay. Überhaupt nicht riskant. So. Wer hatte nochmal die Idee, dass wir die 100% machen? Ach so, das war ja ich. Ich hasse mich dafür. Nee, ist schon okay. Es soll ja herausfordernd sein, aber manchmal ist es echt zum Verzweifeln. Und es ist einfach ein Mix aus meinen nicht existierenden Skills und einfach auch dem teilweise echt doofen Leveldesign aus Crash 2. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ich mag dich nicht mehr. Du hast mich echt eiskalt ermordet. So, ich bin dann mal weg, ne? Oh, der Nitro-Schalter. Und es sind alle Kisten. Ah, ja, ja. Und Leute, wir haben alle bunten Edelsteine. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Alle fünf. Das heißt, uns steht nichts mehr im Weg. Außer irgendwelche behinderten Feinde, die mich einfach nur noch tot sehen wollen. Kotz ihn aus. Mir ist gerade auch zum Kotzen zumute. Ah ja. Sehr schön. Gerade mal gucken, 19 Leben, wir haben so abgekackt. 68%, 18 von 25 Kristallen, 27 von 42 Edelsteinen und alle bunten. Das ist doch schön. Okay. Cold Heart Crash. Ich vermute mal, hier brauchen wir irgendeinen von den bunten. Ein Todesplattform erscheint, wenn du einen perfekten Lauf dorthin machst. Okay. Eine Todesplattform. Aha. Ist das ein Schneelevel? Ja, das ist auch Schneelevel. Mit 155 Kisten. Ist ja doch verrückt. Ich muss mal tatsächlich nachlesen, das interessiert mich, welcher Level die meisten Kisten von Crash 1 bis 3 beinhaltet hat. Ich glaube, der hier kommt dem relativ nahe. Oder gab es tatsächlich mal ein Level, der es geschafft hat, 200 zu haben? Ich müsste lügen. Ich weiß es nicht. Gucke ich einfach mal das nächste Mal nach, wenn ich dran denke. Aber ich habe jetzt tatsächlich gerade den Ehrgeiz, in dieser Aufnahmesession Crash 2 durchzuzocken. Auch wenn ich weiß, dass es so gut wie unmöglich ist. Wir spielen jetzt schon 3 Stunden und ich weiß nicht, ob ich 5 am Stück schaffe. Na, wir probieren es mal. Meine Laune ist auf jeden Fall noch... Uah, da, also von daher... Sag niemals nie. Ja gut, das war dumm. Das gebe ich zu. Das war... einfach nur noch dumm. Und tschüss. Okay, hier gibt es schon mal 31. So, wie weit geht's denn hier runter? Was mache ich denn jetzt hier unten? Außer mich fast in die Luft sprengen. Gut. Hey, ich möchte da hoch. Ich möchte da hoch? So, Crash. Mach doch mal das, was ich von dir will. Mensch, Bandicoot.
Nee, ich möchte eigentlich... Gibt's hier keine Leben, sondern nur doofe Bumba-Früchte. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ich zünde den Timer. Oh ja, ich habe ja noch Zeit. Natürlich hast du noch Zeit. Aber nicht mal mehr genug Zeit, um dein Testament zu schreiben. Das ist ein Schwachsinn, den du hier gerade anstellst. 58 von 155. Wir kommen der Sache nahe. Außer ich bin suizidgefährdet. So. Ist mir egal, ich gehe kein Risiko mehr ein in diesem Spiel. Ernsthaft? Ah. Hörst du auf? Der tötet mich noch, ja klar! Diese blöde kleine Scheiße. Hey, Kacki-Maus.